Hallo zusammen, ich habe hier ein Mercedes Sprinter, ein Lastrada Wohnmobil. Da war ursprünglich ein Gaskühlschrank drin. Sehen jetzt hier den neuen Kühlschrank, das ist ein Kompressorkühlschrank. Der Gaskühlschrank kam raus. Das ist ein Wemo 85F ohne Eisfach und der hat eine Breite von hier bis hier von 48,5 cm und eine Höhe von 79. Und wenn wir da ein bisschen nach unten schwenken, sehen wir, dass wir den Kühlschrank ein bisschen angehoben hatten und hier eine Leiste gesetzt, aber wir sind keine Schreiner, wir machen Kühlschränke. Wir sehen, wir haben das Licht, das geht an und aus, wenn wir die Türe aufmachen. Hier sitzt ein Magnet drin. Wir haben hier die Lüfterstellung. Wir gehen hier rüber mit dem Hebel. Ah, ist schon drüben. Dann geht die Türe nicht mehr zu. Das brauche ich, wenn ich den Kühlschrank nicht in Betrieb habe, dass ich den Kühlschrank ein bisschen offen stehen lassen kann. Und dann den Hebel wieder zurück. Und dann schließt der Kühlschrank komplett. Anschrauben den Kühlschrank, wir haben hier und hier und auf der anderen Seite hier drüben vier Löcher zum Befestigen des Kühlschranks, dass er nicht rausfällt. Wir sehen jetzt hier hinten ins Loch rein und dieser Kühlschrank hat eine Vorrangschaltung. Sobald ich 230 Volt einstecke, schaltet der Kühlschrank um auf 230 Volt, also wenn ich auf dem Campingplatz stehe, und wenn ich den Stecker rausziehe, dann läuft er wieder weiter auf 12 Volt. Ja, das war dieser Wemo 85F ohne Eisfach. Der Kunde braucht kein Eisfach. Der sagt, Kühlung reicht absolut aus. Hier sehen wir meine neuen Batterien. Hier verlinke ich euch ein Video zu diesen Batterien. Hier unten zu diesem Kühlschrank Wemo 85F ohne Eisfach, und ich wünsche euch einen schönen Tag.